Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Transocean, The Shipping Company. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ach ja, und es geht weiter. Wir haben hier so einen kleinen Special-Auftrag. Wir sollen jedes Schiff zweimal ein- oder ausparken. Das ist egal, egal in welchem Hafen. Entschuldigt, da muss ich mal niesen. Oh Gott. Peinlich, peinlich. So. Sehr schön, sehr schön. Und ich habe mir so überlegt, diese Firmenverträge, diese Mini-Firmenverträge hier, 1320 TEU, 700 TEU, das können wir mit den Feedern eigentlich erledigen, weil wir brauchen hier oben immerhin immer noch 7 Verträge. Und wir müssen immer noch einen Hafen anfahren, das haben wir aber gleich erledigt. Die Cinolino ist nämlich gleich in Stanley. So, da haben wir das nämlich geschafft. Da kommt sie schon. Cinolino ist in Stanley. Oh, oh, scheiße. Ich habe manuell anlegen gemacht. Hätte man gar nicht gemusst. Naja, egal, was soll's. So, dann halt Vollgas hier rein in den Hafen. Erstmal gleich hier eine riesengroße, schöne Wende machen. Gott, wer baut denn sowas? Wer hat das Schiff so scheiße geparkt hier? So, Vollgas jetzt aber hier. Einmal wieder gerade ziehen. Gehen wir gleich in die Richtung, weil irgendwo dahinter müssen wir auf jeden Fall. Ach du Scheiße, müssen wir auch noch so quer reinhüpfen. Naja, können wir schon mal Anlauf nehmen hier. Vollgas rum. Oh, ein Wal. Habt ihr das? Oh, wie krass. Wale. Oh, wir steuern mit ziemlich hoher Geschwindigkeit aufs Ufer zu. So, Moment. So einen kleinen Bogen fahren. Passt das auch. Und jetzt so rückwärts einpacken, bitte. So, hier schön rumziehen. Den Arsch. Aufpassen aufs Eis. Hier schon reinkommen, ne? Hofft man doch zumindest, dass das jetzt klappt. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, wie ich finde. Nice. Hat auch super geklappt. Okay. Wir sind in Stanley angekommen. Wir haben den letzten Hafen auch noch freigeschaltet. Und das ist auch einfach nur sensationell, meine lieben Freunde. Ich finde es super, mega spitzenklasse. Und was machen wir mit den Auftragslisten? Ja, super, hier ist richtig viel los. Naja, komm, fahr mal zurück. Bestätigen. Und ab geht's. Ablegen. Einmal da nach oben. Und ablegen. Ach, jetzt habe ich wieder manuell gemacht. Ich krieg hier einen Fall. Naja gut, ist egal. Sei es drum. Leg mal halt nochmal manuell ab. Haben wir das auch mal... Ups, wir müssen rückwärts raus. Haben wir das auch mal wieder geübt? Das wird noch nichts. Können wir rum. Oh, alter Schwede. Das war aber ein knappes Ding, ey. Leck mich am Arsch. Naja, das können halt nur die Profis, ne? Die Doofies. So. Und jetzt. Vollgas in die andere Richtung. Hier müssen wir es noch ein bisschen sachte machen. Wir müssen erstmal den Arsch rumkriegen. Dass wir hier noch mit dem Heck dagegen donnern. Das wäre fatal. So, ein bisschen schneller können wir aber dann schon. Das sieht mir bald so aus. Ja. Oder? Das geht gut aus. Wenn wir noch ein bisschen mehr Gas geben vielleicht, dann flutschen wir schön dran vorbei. Jo. Passt doch wie die Faust aufs Auge, Mensch, sage ich immer wieder. So, hier eine harte Kurve. Hier drinnen kotzen sich gerade alle ja, den Babaschmatz raus, den es zum Mittag gab. Der eh scheiße geschmeckt hat, so ungefähr. So, wir können gerade ziehen und ganz gemütlich aus dem Hafen auslaufen. So eine harte Kurve, ne, da geht's gut auf den Magen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf so einem großen Schiff gefahren ist. Ich bin schon mal gefahren mit so einem großen Schiff, zweimal sogar schon. Und zwar im Urlaub. Und ja, ist schon richtig cool. Aber die großen Schiffe, die haben dann solche Ausgleichs... irgendwie so einen riesen Ausgleichsdämpfer drinne im Schiffsrumpf. Und da werden quasi... wird diese Wellen
werden dann ausgeglichen. Ist doch cool, oder? So, passt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir schon wieder manuell hier aus ist. Natürlich ein Panamax, ein Post-Panamax oder ein New-Panamax als nächstes, weil die müssen wir auch noch einparken. Anhalten und Brand bekämpfen natürlich, bitte. Danke. So. Ist der weit hier kommen? Nee. Wo ist der Nächste? Wann legt der Nächste an? Wer will der Nächste sein? Wir auf dem Runde hier. So, Tyson ist bereit zum Anlegen. Das ist ein ganz großer. Den legen wir auch gleich mal manuell an. New Panamax haben wir das auch gleich weg. So, ist ein bisschen komplizierter. Müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Können wir mehr kaputt machen damit. Mehr Schaden machen. Aber lassen sich eigentlich auch relativ easy steuern. Schon alleine durch Bug und Heckstrahlruder. Gut, geben wir erstmal Vollgas. Standard. So, haben wir hier einmal Bugstrahlruder, hier einmal Heckstrahlruder. Und wo müssen wir rein? Ach, da vorne ist unsere Parklücke. Ja, wie easy ist das denn? Ja. Ja. Mit den Rudern vorne und hinten kann man echt viel machen. Das ist super. Kann natürlich auch Scheiße bauen, so wie ich gerade. Stopp. Alles easy, alles cool. So, jetzt können wir ganz normal weiterfahren und können schön einparken. Super. Sieht knapper aus, als es ist, meine lieben Freunde. So, alles easy. Schön, wie wir hier einrollen. Also wirklich wunderschön. So, können wir die Geschwindigkeit langsam mal ein bisschen reduzieren. Jawohl, und da stehen wir doch wie eine 1 in der Packlücke drin, Mensch. Alles super. Super geklappt. Was, zum Hafen? Warum kommen wir nicht zum Hafen? Achso, wir sind im Hafen. Ambali Limani sind wir gerade. Da haben wir einen Firmenvertrag, wage ich mich zu erinnern. Und zwar von Singapur aus. Das heißt, wir düsen zurück nach Singapur. Haben wir irgendetwas für Singapur? Natürlich nicht. Das ist ziemlich in der Nähe. Es ist natürlich viel dort in der Nähe, aber ich will jetzt nicht erst in 10 anderen Häfen einlaufen. Wir legen noch einmal manuell ab. Dann haben wir das mit den New Panamax auch geschafft. Ah, ist eigentlich echt super easy. Hier müssen wir rückwärts raus. Jetzt habe ich mich nicht alles täuscht. Ja, Vollgas rückwärts raus. Theoretisch, jetzt muss ich mal was probieren. Bin ich gespannt, ob das klappt. Will man noch ein bisschen Platz, bis wir über die Hälfte sind. Jawohl. So hatte ich mir das gedacht. Genau. Nur mit dem Bugstrahlrudern. Das halt. Oh, halt mal an. Ist eine UECV-Klasse, glaube ich, hier. Der große. So nice, wie man die manövrieren kann. So, und jetzt müssen wir natürlich, Moment, jetzt können wir schon wieder vorwärts fahren, voll Gas. Aber wir müssen natürlich, ne, Moment, doch so rum. Okay. Nur mit dem Bug und Heckstrahlruder, ey, ist doch nice, oder? Ohne einmal das Steuerruder zu benutzen. Und zack, da haben wir einen Kurs und wunderbar, alles passt, easy. Super. Nice. Sehr geil. La la la. Wird übrigens sogar rekorden, das mit dem New Panamax. So, das haben wir auch erledigt. Jawohl. Okay. So. Abouf Delors bereit zum Anlegen. Ist auch ein New Panamax, deswegen können wir den automatisch anlegen lassen.
Und gehen einmal zum Hafen. Der Treibstoff ist sehr günstig. Melbourne, das heißt, wir müssen wieder zurück nach Busan. Genau. Haben wir sogar was? Agrargüter nehmen wir gleich mit. Und einmal ablegen. Automatisch, ja. Nice. Oh, hier ist ein Verkehr. Also Wahnsinn, ey. Den Panama-Kanal. Übelst. Maggie One ist bereit zum Anlegen. Ist auch in New Panamax. Deswegen... Von Singapur ist das Spielzeug eingetroffen. Das ist schon mal sehr gut. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, von wo das dann kam. Von Ambali. Ach so, von Singapur ist eingetroffen. Wir sind in Ambali. So rum war es, genau. Oh, gar nichts in die Richtung. Ist ja auch mal nice. Hm. Na dann, eine Leerfahrt. Singapur. Ablegen. Ach, 181 Millionen nur. Das ist ja diesmal günstig. Alter Schwede, ey. Die hat doch voll einen an der Klatsche, die Alte. So, stopp, 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 stopp. Wo ist das Schiff? Felixstone. Okay, hier wollten wir nur voll tanken und weiter nach St. Petersburg. Oh, ich krieg ja eine Macke, ey. Schiffbrüchige retten. Oh, Mann, 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 Mann. Was wir kontaktieren. Coffee International kam auf mich zu und unterbreitete ihn hier mit folgendem Firmenvertrag. 1810 von Honolulu nach Havanna. Ist natürlich relativ nah mit den Feedern. Wir haben dann einen Feeder. Will ich trotzdem nicht machen. Genug Verträge. Ah, die Schiffbrücken an Bord geholt, versorgt, setzt die Fahrt nun fort. Ihr Ruf ist gestiegen. Cassie ist bereit zum Anlegen, ist auch ein New Panamax, deswegen legen wir auch einmal so mit dem an. Wo ist die jetzt angekommen? Genau. In Busan, das heißt, Unterstützung für Melbourne ist eingetroffen, das ist sehr schön. Dann machen wir das einmal so rum. Ne, das geht leider nicht. Bestätigen und ablegen nach Melbourne. Black Mary ist bereit zum Anlegen. Das ist ein Panamax-Schiff. Okay, können wir manuell machen. Panamax haben wir noch nicht gemacht. Panamax und Post-Panamax. Und ja, machen wir das manuell. Kein Problem. In St. Peter. Nette Hafeneinfahrt. Alter Schwede. Haben wir leider auch keinen Bug und keinen Heckstrahlruder. Ist aber kein Problem. Müssen noch mal schauen, wo unser Parkplatz ist. Ach, da vorne wo gleich. Ja, müssen wir da rechts rum. So. Ah, jetzt habt ihr schon gedacht, jetzt knallt der Maggie hier voll dagegen. Da habt ihr euch aber geschnitten, meine lieben Freunde. Ups, falsche Richtung. So. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig hier am Ufer entlang. Ups, ganz vorsichtig hatte ich gesagt. So, und jetzt mal voll rum. Was? 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 Wir haben es kaputt gemacht? Nee, 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 das war ja gar nichts. Sie haben das Schiff in ihren halben Hafen zerlegt. Das macht keinen guten Eindruck. Halten Sie das Schiff sofort an und warten Sie, dass der Lotse bei Ihnen ist. Oh, da sind wir zu dicht dran vorbeigefahren. Oh. Okay. Naja. Ja, jetzt müssen wir es natürlich reparieren. Das ist natürlich geil. So, scheiße. Ach, Auftragsliste. Warte mal, Firmenverträge. Das passt mir jetzt gar nicht. Das ist nämlich der Auftrag. Moment. Welcher Auftrag ist das? Das ist der Auftrag. Bangkok, St. Petersburg. Da müssten wir zurück nach Bangkok. Colombo. Ist kein Terminauftrag. Können wir deshalb annehmen. Ablegen. Volltanken. Colombo. Und dann müssten wir quasi weiter. Ärgerlich, ärgerlich. So ein blöder Scheiß, ey. Na gut. Einmal auf die Weltkarte zurück und weiter geht's.
Aufträge. Moment, Moment, Moment. Von Above the Law, ein Terminauftrag? Hm. Bestimmt, weil sie wieder irgendwo festhängen. Warte mal, Above the Law. Die haben wir hier. Ankunft in einem Tag. Könnten wir ja mal noch ein bisschen Gas geben hier. Ja, bringt uns auch nichts mehr. Okay. Horizon, jetzt haben wir einen Tag Konventionalstrafe. Das ist nicht viel. Horizon ist bereit zum Anlegen in Lissabon. Könnten wir manuell anlegen, hätten wir... Ach nee, warte mal. Das eine haben wir jetzt, glaube ich, nicht geschafft, ne? Ach. Müssen wir uns jetzt aber Mühe geben, meine lieben Freunde. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Super easy. So. Schön rein in die Parklücke. Passt doch. Bist du schräg eingeparkt? Naja, was soll's. So, und steh. Super Prieur. Steht doch drin, oder? Steh ich nicht drin? Ne, steh ich drin? Gut. Warum steh ich nicht drin? Was ist das für ein Scheiß? Müssen wir näher ran? Och, jetzt mach's doch nicht so spannend, ey. Ich steh doch drin. Was soll denn das? Will er mich abrollen? Warum denn nicht? Hm. Okay. Hallöchen, ich bin es mal wieder, Boss. Wir haben eine neue Anweisung bekommen, ein Großauftrag in Dubai. Dort soll eine neue künstliche Insel mit Hotels und Geschäften erschaffen werden. Ja, was sonst, ne? Oder wo sonst, wenn ich in Dubai. Und die Investoren will ganz vorne mit uns dabei sein. Ach du Scheiße. Containerhafen von Dubai ist Jebel Ali. Folgende Materialien müssen innerhalb von 7 Monaten dorthin. 2000 TEU, 5000 TEU Kunststoff, Metall, Erz. Da habe ich aber gar kein... Ach, das ist noch nicht... Maschinen, Elektronik, Möbel, Spielzeug. Wollt ihr mich verarschen? Dann noch. Was? Und zu guter. Wollt ihr mich abrollen oder was? Chef, ich hoffe, Sie kippen nicht um, wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass der Auftraggeber manche Waren sogar aus bestimmten Regionen haben wollen. Die Möbel müssen zum Beispiel aus Italien, in den USA kommen, nicht aus Taiwan oder China. Und die Textilgüter. Ach, wissen Sie was? Was? Diesmal werde ich übrigens nicht zu nachsichtig sein und es Ihnen durchgehen lassen, falls Sie den Großauftrag nicht erfolgreich abschließen. Versagen Sie, war es. So war es das für Sie und McManus Company und ich mache Ihre Firma sofort dicht. Was? Einfach so? Das geht doch nicht. Und wie das geht? Alles vertraglich vereinbart und abgesichert. Haben Sie den Vertrag nicht gelesen? Sie haben 7 Monate Zeit. Wollt ihr mich gerade verarschen? Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch ein Scherz. Ich bin gerade extremst, aber wirklich extremst schockiert. Das ist ja ein Scherz. Jetzt bin ich gerade geflasht, aber so dermaßen. Oh, leck mich am Arsch. Das heißt Schiffe kaufen, oder? Sehe ich das gerade falsch? Wir müssen ja um jeden Preis diesen Auftrag erfüllen. Ach, du kriegst du mal.
Na, das wird ja lustig. Ja, aber da werden wir uns im nächsten Part erstmal widmen, um das zu erledigen. Ach, du kriegst Humor. Aber da müssen wir auf jeden Fall Schiffe kaufen. Schiffe kaufen ohne Ende. Um das zu erledigen. Hier können wir die großen nehmen. 400, 300, das sind eigentlich alles relativ kleine Schiffe. Ach, du Scheiße. Die hat sie doch nicht mehr alle. Jetzt mal ohne Mist, ey. Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Na gut, da kümmern wir uns im nächsten Part drum. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich bin gerade extrem schockiert, vor allem, weil sie die Reederei dicht machen will. Na gut, egal. Müssen wir das halt machen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet das Video positiv, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt. Und in dem Sinne, ich bin erstmal raus. Tschüss, euer Maggie.